Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 9. November 2012. Mein Name ist Norbert Gieso und heute besprechen wir die Konstellation von heute und am Wochenende. Ja, heute ist der Mond im Zeichen Jungfrau. Das Zeichen Jungfrau hat zu tun unter anderem mit dem Bereich Gesundheit. Und da bietet es sich an, einmal drüber zu philosophieren, was bedeutet eigentlich Gesundheit? Für die Jungfrau hat es damit zu tun, dass die Aspekte von Körper, unserem physischen Körper, Geist, also unsere Gedanken, unser Verstand und Seele, also auch Gefühl, miteinander in Übereinstimmung stehen. Wenn eins dieser Bereiche disharmonisch ist oder aus dem Zusammenhang kommt, aus der Schwingung gerät, steht Disharmonie und darüber möglicherweise auch Krankheit. Das heißt, der Mond in der Jungfrau in den Tagen hat es immer damit zu tun, dass wir in unser Leben, dass wir in unseren Alltag, dass wir auf unseren Körper achten. Was machen wir hier eigentlich gerade? Wie füttern wir uns unseren Körper? Was kommt dort in ihn hinein, materiell, gefühlsmäßig, geistig? Das, was wir in uns hineintun, ist auch das, was inhaltlich uns ausfüllt. Und mit der Schwingung müssen wir dann halt zurechtkommen. Der Mond wechselt morgen früh um 10:30 dann in das Zeichen Waage. Und wir sehen, dass es jetzt schon wieder sehr stark auf den nächsten Neumond zugeht. Der Sonne und Mond sind jetzt gerade noch 60 Grad voneinander entfernt. In der Waage steht der Mond dann am Wochenende. Am Montag, Mittag wechselt er in den Skorpion. In der Waage geht es um Ausgleich, um Beziehung und Kontakt. Der Mond wirkt hier ein Bedürfnis nach Frieden, nach Harmonie. Es ist die Frage, ob uns dieser Frieden und Harmonie in unserem Leben am Wochenende geschenkt wird. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, inwieweit wir selbst aktiv dazu beitragen können, dass Frieden und Harmonie in uns und in unserer Umwelt herrschen. Mit den beiden weiblichen Planeten Mond und Venus in der Waage am Wochenende ist dies auch eine gute Stellung, sich mit Kunst, Kultur zu beschäftigen oder eben auch nett mit Freunden ins Kino zu gehen, etc. Heute, am Freitag, hat die Venus übrigens das Trigon zum Jupiter in den Zwillingen perfekt gemacht. Beide stehen im harmonischsten Aspekt, den die Astrologie kennt, von einem Luftzeichen zum anderen, was grundsätzlich auch dafür spricht, dass es auch eine Leichtigkeit gibt. Allerdings alles unter dem Zeichen des Skorpions. Am Wochenende wird der laufende Neptun wieder direktläufig nach etlichen Monaten. Er ist bis auf fast 0 Grad Fische zurückgegangen, wird dann das letzte Mal die ersten Fische gerade durchlaufen. Damit können spirituelle Prozesse werden sicherlich jetzt in der kommenden Zeit wieder aktiver ablaufen. Ja, ich wünsche dann allen ein wunderbares Wochenende, einen schönen Freitag und ein wunderbares Wochenende. Nutzt die Waage-Energie, um euch auch mit den Menschen zu verbinden und zu treffen, die euch am Herzen liegen. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.